Ich freue mich über die Einladung hier zu dieser Diskussion. Begrüße den Herrn Seibert als Diskussionspartner. Und es wird heute um die Frage im weitesten Sinne des Ukraine-Krieges gehen. Probleme der westlichen Politik, Alternativen. Welche Rolle spielt, kann der Pazifismus in diesem Kontext spielen? Und wie wird es voraussichtlich weitergehen, wenn überhaupt Voraussagen zu dem Zeitpunkt möglich sind? Ich danke ganz herzlich, freue mich auch auf die Diskussion mit einem hochrangigen Fürstenfeldbrucker-Politiker. Das Vergnügen hatte ich bislang noch nicht. Kann die Lieferung und Nutzung tödlicher Waffen der Menschenrettung und der Friedensstiftung dienen? Ja, Herr Stangl, wie wäre denn Ihre Position da dazu? Grundsätzlich schlicht und einfach, die Lieferung von Waffen kann Menschen retten und Frieden stiften. Die Frage, ob schwere Waffen Frieden stiften können, die kann man grundsätzlich bejahen, aber sie sind immer historisch abhängig von der jeweiligen Situation. Und es muss natürlich überlegt werden, ob im jeweiligen Falle die Lieferung von Waffen das Sinnvolle ist. Es gibt natürlich historische Gegenbeispiele dazu, wo die Lieferung von Waffen das Gegenteil bedeutet hat. Iran-Irak-Konflikt, da wurden beide Seiten mit Waffen gut ausgestattet, hat nur Hunderttausende von Menschenleben verursacht. Und der Frieden ist auf diese Weise nicht näher gerückt. Wenn man die ganze historische Situation zu dem Zeitpunkt analysiert, das Interesse der USA, das Interesse Russlands, das Interesse der Europäer, alles mal gegeneinander stellt, dann kommt man durchaus möglicherweise zu dem Schluss, dass es tatsächlich sich um einen Stellvertreterkrieg handelt, wie Schäuble angedeutet hat. Und dann sind wir in der gleichen Situation wie in Syrien, wo wir bis heute keinen Frieden haben, trotz der Tatsache, dass sehr viele verschiedene Parteien mit schweren Waffen, mit Luftwaffe und so weiter reingehen. Wo wir uns wahrscheinlich ziemlich einig sind, Herr Stangl, ist der Tatsache, dass jeder, der einen Krieg beginnt, ein Verbrecher ist. Ja. Sind wir uns da einig? Da sind wir uns einig, ja. Aber was sind denn die Ziele eines Kriegs? Wann ist Ihrer Meinung nach es legitim, dass wir als Deutsche in einen Krieg eingreifen sollten, weil meines Erachtens haben wir als Deutsche dieses Recht nicht. Es gibt eine ganz klare völkerrechtliche Bestimmung, wann ein Land in den Krieg eingreift, und zwar, wenn es sich um eine UN-Mission handelt. Und wir haben einfach kein Recht, keine Legitimation, jetzt mit Waffengewalt irgendwo reinzugehen und sagen, ja, da hauen wir jetzt mal auf den Putz. Ja gut, Menschenleben werden immer in einem Krieg als angeführt, aber natürlich ist natürlich die Frage, wodurch kriegen wir denn mehr Verluste an Menschenleben, wodurch kriegen wir mehr Leid? Dadurch, dass man den Krieg anheizt und sich da einmischt oder sich entwickeln lässt? Das ist immer die Frage. Wo sehen Sie die Legitimation für ein Eingreifen der Deutschen oder auch der Amerikaner in einer Region? Ja, aber Sie unterstellen ja jetzt, dass wir eingreifen. Und die Lieferung von Waffen, das ist für Sie ein Eingriff. Die Unterstellung, dass wir damit den Krieg anheizen, kann ich an der Stelle nicht nachvollziehen, sondern der Krieg ist ja eröffnet worden. Mhm. Und die Alternative, die sich böte, könnte ja nur so aussehen, dass die Ukraine sich dem Aggressor unterwirft, einen Diktatfrieden akzeptiert und dann es der geschichtlichen Entwicklung überlässt, wie die Sache halt weitergeht. Das ist die andere Alternative. Wer das befürwortet, der muss natürlich auch sagen, wie er die berechtigten Anliegen der ukrainischen Regierung und nicht nur der Regierung, sondern auch der Bevölkerung betrachtet, die eben ihr Land verteidigen wollen. Erstmal müsste man definieren, was schwere Waffen sind. Ich bin ja kein Militärexperte, aber ich habe so verstanden, dass schwere Waffen solche sind, die man nicht mehr nur defensiv nutzt, wie Panzerabwehrraketen, sondern die man auch offensiv nutzen kann. Also Panzer quasi, um Gegenangriffe zu starten, um wieder seinerseits quasi in die Offensive gehen zu können. Der Punkt ist der, dass es völlig irrelevant ist für die aktuelle Situation, was wir denken,
ob wir mit, ob das legitim ist nach Völkerrecht oder nicht, dass wir schwere Waffen denken. Weil wir sind ja nicht am Zug. Am Zug ist letztendlich zwei Kandidaten, das ist der Herr Zelensky, das ist der Herr Putin. Die beiden sind am Zug, wir nicht, auch die Frau Baerbock nicht. Und die Frage ist, was wird Putin, wie denkt Putin, wie sieht Putin diese Einmischung durch die Lieferung schwerer Waffen? Jetzt sollten wir vielleicht mal auf das globale, auf die globalen Interessenslage reingehen. Ich glaube, man muss durchaus den Blickwinkel mal auf die amerikanische Perspektive und auf die russische sehen, und zwar aus dem globalen Fenster, um jetzt mal zu sehen, welche Positionen, welche Interessen sind auf welcher Seite vorhanden eigentlich. Und Putins Interesse ist ganz klar, sich nicht und Russland nicht von einer Weltmacht, die sie jetzt im Moment sind, vielleicht nicht so sehr wirtschaftlich, aber militärisch, weil sie ja immer noch diese riesigen Vernichtungsarchive Arsenale mit Atomwaffen, die ja alle noch irgendwo einsatzbereit sind, möglicherweise, ich weiß nicht, ob sie noch funktionieren oder nicht, aber sie haben ein gewaltiges Arsenal, mit dem sie die Welt durchaus vernichten könnten. Und ich denke, da sind wir uns auch einig, dass das auf keinen Fall passieren kann. Und wenn Putin, wir wissen beide, und ich glaube, auch da sind wir uns einig, Putin ist einerseits nicht dumm, er wäre niemals so lange und so in dieses Amt reingekommen, wenn er dumm wäre, und er ist andererseits jemand, der Stärke propagiert. Wenn Sie sagen, man muss den Putin verstehen, dann heißt es, ich verstehe eine Persönlichkeit. Wenn ich sage, es gibt eine historische Entwicklung, in der Russland sich befindet, dann ist es, hat es eine andere Qualität. Dann abstrahiere ich aber von der Gestalt des einzelnen Mächtigen und begebe mich dahin, dass ich sage, welcher historische Zustand liegt in Russland vor, auf welchem Status befindet sich diese Gesellschaft, wie kommt es, dass wir müssen diesen Nachrichten vertrauen, dass anscheinend doch ein erheblicher Teil der Bevölkerung hinter diesem aus unserer Sicht verbrecherischen Angriffskrieg steht. Das Handeln, das wir dem gegenüber stellen müssen, ist auf jeden Fall aus zwei Perspektiven zu begründen. Erstens, die westliche Welt, und ich betrachte jetzt die westliche Welt nicht als Machtblock, ich betrachte die westliche Welt als ein Modell, wo die Demokratie und die Beteiligung der Bevölkerung auf einem wesentlich höheren Niveau angelangt ist als in Russland. Und insofern sehe ich da auch einen historischen Mehrwert, dass aus dieser Einigkeit, die im Moment entsteht, auch der Gedanke verfolgt wird, dass nur eine größere Einigkeit in der Bekämpfung historischer Ereignisse sinnvoll ist, ob es nun eine Pandemie ist, ob es der Klimawandel ist. Wir werden diese globalen Probleme nur lösen können, wenn man sich global einig ist, da werden Sie mir sicherlich recht geben, und die These, dass wir Machtblöcken unterworfen sind, die lässt sich natürlich historisch begründen. Ob es der letzte historische Schritt ist in einer historischen Entwicklung, das wage ich zu bezweifeln. Ich sehe mehr die Richtung, dass wir uns aus diesen Machtblöcken und im Sinne eines, wo es nur um Machtinteressen geht, nach und nach lösen werden. Müssen, und, würde ich sogar sagen. Müssen, das ist ein moralischer Imperativ. Also wenn Sie sagen, Sie wünschen das, dann unterstütze ich das. Ob es dann wirklich immer so kommt, da ist die Geschichte ja sehr wandelbar. Die geht ja auch gerne mal zwei Schritte vorwärts und dann auch wieder drei Schritte zurück. Also das haben wir hier alles erlebt, aber grundsätzlich würde ich sagen, die Psychologisierung einer Gestalt, wie es Putin darstellt, oder
kann jeder andere Diktator sein oder einer, der, nehmen wir nicht Diktator, nehmen wir einen Autokrat. Das hilft nach meinem Dafürhalten nicht weiter. Ob wir jetzt oder unter der wissenschaftliche Dienst des Bundestages zu der Ansicht gelangt, dass die Lieferung schwerer Waffen keine Kriegseskalation ist. Es ist deswegen irrelevant, weil der Bundestag jetzt nicht am Drücker ist. Putin ist am Drücker. Und wenn Putin das so sieht, dass die Lieferung schwerer Waffen durch den Westen eine Eskalation des Krieges ist, mit dem Ziel, Russland nachhaltig zu schwächen, dann ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass Putin diesen Krieg eskalieren wird. Und wer das nicht im Blick hat, der handelt in meinen Augen grob fahrlässig. Heißt, der ganze Westen handelt grob fahrlässig. Das unterstelle ich. Ich unterstelle jetzt mal Folgendes. Wir haben uns jetzt vorhin darauf geeinigt, dass die Eröffnung eines Krieges, der Beginn eines Krieges, ein Verbrechen ist. Mhm. Wenn das so ist, dann ist die Eskalation eines Krieges auch eins. Ja. Die Eskalation aber ohne Not. Es gibt nur zwei Alternativen. Entweder sich zu verteidigen. Den Schritt hat die Ukraine aus eigenem Willen gemacht. Wir haben in Afghanistan eine andere Entwicklung gehabt. Da hat sich niemand verteidigt und wir haben jetzt ein Regime aus den Taliban. Mhm. Wir haben in der Ukraine eine andere Sicht, und zwar aus freien Stücken, dass sich diese Bevölkerung verteidigt. Und die Eskalation, die sie so nennen, ist nichts anderes als das berechtigte Anliegen der Ukraine, ihr Land vor einem Aggressor zu schützen. Und insofern sehe ich an der Stelle nicht, dass hier der Krieg in eine Eskalation vom Westen absichtlich geführt wird. Ihr Argument allerdings, dass wir zu keinem Zeitpunkt wissen, was hier am Ende auf dem Spiel steht und ob die Gefahr eines nuklearen Krieges, eines Krieges, der über die Grenzen der Ukraine hinausgeht. Niemand kann das sagen. Niemand kann das sagen, weil wir tatsächlich nicht wissen, wie der Aggressor handeln wird. Heißt aber nicht, dass wir an der Stelle uns dem Aggressor ja völlig unterwerfen müssen, sondern wir müssen zwei Dinge tun. Ob das in hinreichendem Maße getan wird, wird man am Ende der Auseinandersetzung erleben. Natürlich muss der diplomatische Weg, den Krieg zu beenden, beizulegen, der muss natürlich nach wie vor verfolgt werden. Jetzt sind wir beim wichtigen Punkt. Ja, wir sind da an einem ganz wichtigen Punkt. Heißt aber nicht, der Krieg wird dann beendet, wenn Putin seine Kriegsziele erreicht hat. Nein. Aber wann wird er denn beendet? Wie kann ein Krieg beendet werden? Ein Krieg kann auf drei Arten beendet werden. Die erste, die eine Seite gewinnt, die andere Seite verliert. Das sind beide Möglichkeiten, je nachdem, welche Position man einnimmt. Die zweite ist, er wird beendet durch Verhandlungen. Ja, aber wir müssen sehr aufpassen und differenzieren. Die bedingungslose Kapitulation heißt dann am Ende, dass der Sieger auch die neuen Spielregeln aufstellt für das besiegte Land. Diese Art von Sieg erwarte ich mir bei der Konstellation, ich glaube, das ist ja das, auf was Sie hinaus wollen, erwarte ich mir an der Stelle nicht. Da sind wir uns einig. Ich erwarte, dass es hier einen, in Anführungszeichen, Sieg gibt, zumindest für die Ukraine, dass ihr Land nicht mehr als Vorhof Russlands betrachtet wird, als Cordon sanitaire, wo gewissermaßen im Umfeld Russlands keine Demokratien auftauchen dürfen, die man als
Gefahr für das eigene System betrachtet, zumal bei einer Bevölkerung, die zum großen Teil noch Russisch kann. Das heißt, ich erwarte mir an der Stelle tatsächlich, niemand kann es ja sagen, wie es ja am Ende wirklich kommt. Das ist ja genau das, wo wir alle letztendlich auch entsetzt sind über die Dauer des Krieges. Wie es dann am Ende tatsächlich ausschaut, aber ich erwarte mir so etwas wie eine Beilegung des Krieges und keinen Sieg. Ein Sieg würde ja tatsächlich bedeuten, der andere ist unterworfen. Ja, das ist zumindest schwer vorstellbar, angesichts der von Ihnen beschriebenen militärischen Stärke. Was sind Verhandlungen? Wie funktionieren Verhandlungen? Na, ganz einfach gefragt, runtergebrochen. Wie funktionieren die? Tja, Verhandlungen funktionieren, und so ist es in der Politik immer, dass der andere tatsächlich verhandeln will. Und er die Ziele des anderen versteht und letztendlich einen Kompromiss schließt, der hier nicht ganz einfach wird. In der Politik gibt es da das solonische Modell, das da lautet, wenn beide sehr unzufrieden sind, dann war es ein guter Kompromiss. Wird nicht ganz einfach werden, angesichts der vielen Opfer, die der Krieg schon gekostet hat. Es wird nicht einfach, dem anderen zu sagen, das war alles umsonst. Und dieses alles umsonst, das gilt es jetzt so weit zu bringen, dass die Leute sagen, vielleicht ist das die Alternative, dass es keine weiteren Opfer mehr gibt. Jetzt sind wir uns ja schon wieder einig, ich bin ja völlig baff. Aber der Punkt ist natürlich dann in der logischen Konsequenz, dass die Verhandlungen so früh wie möglich beginnen sollten. Und da sehe ich jetzt nicht nur bei Putin nicht die Bereitschaft, ich sehe auch bei uns die Bereitschaft nicht. Und da können wir gerne auch drauf eingehen, nämlich was sind denn die strategischen Ausgangspositionen, was ist die historische Lage, wo steht Russland, wo stehen die USA, wo stehen wir da in diesen Dingen, das ist nämlich gar nicht so unwichtig. Auch das kommt in den Tagesmedien eher selten zur Sprache. Wie vermeiden wir Leid, wie vermeiden wir, dass Leute obdachlos werden, wie vermeiden wir diese unsäglichen Gräueltaten wie in Butscha, wie vermeiden wir, dass Leute auf offener Straße einfach so erschossen werden, diese ganzen Kriegsgräuel, wie vermeiden wir die, indem wir jetzt tatsächlich mit noch mehr Waffen den Krieg verlängern, bis wir es vielleicht schaffen, vielleicht aber auch nicht, den Herrn Putin dazu zu bewegen, dass er sagt, okay, es reicht mir, ich habe jetzt kein Geld mehr, wir lassen es, was natürlich nie der Fall ist. Sind die Opfer gerechtfertigt? Das ist historisch immer nicht gegen Krieg, das weil ist sie nie gerechtfertigt ja, sind. Ja, ja, aber bei den 60 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg, da kann jeder Tote, der ist natürlich für sich ein Mensch, der für eine Sache gestorben ist, die nicht nachzuvollziehen ist. Und deswegen dürfen Kriege nicht ein Mittel der Politik bleiben. Da sind wir ja uns das sicher völlig einig. Ich persönlich denke, dass in historischen Prozessen gewisse Logiken zumindest sichtbar werden. Wenn auch sie nicht verordnet können, sozusagen ideologisch. Ja, ja. Und damit kommen wir jetzt wieder zum Ukraine-Krieg, wir können das nicht mit Gewalt durchsetzen und das sollten wir auch nicht tun. Wir wollen den Krieg, dass der Krieg beendet wird für die Bevölkerung. Und jetzt sind wir wieder bei der Verhandlungslösung. Die kann nur gehen, wenn wir die Interessen der Russen zulassen als Verhandlungsgegenstand. Das Interesse ist ganz klar definiert. Russland fürchtet sich vor der NATO. Ich glaube, die NATO täte gut daran, das zu beherzigen, weil wir sonst die Gefahr laufen, wie Sie auch zugegeben haben, dass wir es nicht mehr kontrollieren können, ob und wann es eskaliert. Vielleicht nicht durch uns, vielleicht durch Putin, aber eine Eskalation zu einem europaweiten Krieg oder zu einem dritten Weltkrieg wäre für uns alle die absolute Katastrophe. Wir haben es halt mit einem gewaltigen Land zu tun, das über große Ressourcen verfügt. Ob
Und über immer noch genügende Geschäftspartner in der Welt, die ihnen ihre Zeug sehr gerne abnehmen, wie Indien, wie China und so weiter. Ja, die auch da mitmachen und bei dem Spiel. Übrigens aber auch die USA. Die USA, die ja bei uns gefordert haben, ja, ihr müsst Erdgas und Öl und das muss alles sofort und Boykott drauf. Und wenn ihr Nord Stream nicht zumacht, dann machen wir das für euch. Also das war ja vor ein paar Monaten ein verbaler Angriff auf die Souveränität Deutschlands. Wir haben unsere Einflussmöglichkeit in Richtung Westen, wir haben sie nicht in Richtung Osten und deswegen wende ich mich natürlich in erster Linie an unsere eigene Bundesregierung, auf ihr Verhalten. Und natürlich möchte ich auch, und das ist ein persönliches Anliegen, dass man nicht Wasser predigt und Wein trinkt. Das heißt, wenn man sich ans Völkerrecht selber hält, dann kann man auf Völkerrechtseinhaltung drängen, sonst nicht. Das Problem ist, wir kriegen diese ganzen Thematiken, die der IPCC, also Weltklimarat, jetzt in seinem dritten Bericht vorgestellt hat, wir kriegen die nicht auf nationalem Wege gebacken. Wir kriegen die auch nicht auf dem Westen gebacken. Wir brauchen internationale Zusammenarbeit. Wir brauchen Russland, wir brauchen China. Da sind wir uns absolut einig. Aber dazu müssen wir uns um Frieden bemühen. Wir können das nicht gleichzeitig, wir können nicht quasi das auf dem Weg der Konfrontation lösen. Da sind wir doch uns absolut einig. Also 20% der amerikanischen Stromgewinnung kommt aus dem Atom. Und jetzt raten Sie mal, woher der Löwenanteil des Urans kommt, das dafür benötigt wird. Das kommt nämlich aus Russland. Aber hat man jemals gehört, dass die Amerikaner gesagt haben, wir machen einen Uranboykott? Nee, also da wird mit Doppelmoral gespielt. Und das ist das, was ich gerade als Pazifist überhaupt nicht abkann, wenn eine Partei sagt, ja, aber moralisch so und so. Und dann, wenn es um die eigenen Interessen geht, ist man wieder in einem ganz anderen Thema. Kein Wort dazu, wenn die USA das machen, wenn die Libyen mal schnell bombardieren, wenn die Türkei jetzt ohne provoziert worden zu sein, Luftangriffe auf kurdische Stellungen fliegt, auch alles völkerrechtswidrig. Kein Wort davon. Das ist eine Doppelmoral, die ist einfach nicht mehr auszuhalten. Und der Westen kann doch nicht mit einer Position der moralischen Überlegenheit auftreten, wenn er selber diese moralische Überlegenheit einfach in keiner Weise verfolgt oder auch in keiner Weise beabsichtigt. Das da ist man doch mit Doppelstandards. Und das mit den Amerikanern ist ja auch ein Doppelstandard. Die Europäer, da geht es natürlich auf die europäische deutsche Handelsbilanz, die ja den Amerikanern schon seit vielen Jahren, seit Trump und schon vorher, ein Dorn im Auge ist. Und jetzt haben sie die Möglichkeit natürlich erkannt, ja, die müssen jetzt mal leiden, dann sinkt die Handelsbilanzüberschuss ein bisschen wieder und dann ist es gut. Aber sie selber, Uranboykott, da gibt es weiter die regen Handelsbeziehungen mit Russland. Das sind einfach Doppelmoral. Und das zieht sich im Prinzip ja auch durch die ganze Geschichte irgendwo durch. Ich verstehe eine moralistische Position und aus welcher Begründung auch immer Politik gemacht wird, die moralistische Position ist nicht die schlechteste. Und insofern. Ja, sofern man sie dann wirklich auch selber lebt. Politik heißt auch immer, das, was im Moment möglich ist, umsetzen. Und dazu begibt man sich natürlich außerhalb der Position des Gesinnungsethikers, der sagt, ich mache mir die Hände nicht schmutzig, ich habe ein reines Gewissen, aber ich handle auch nicht. Und der Verantwortungsethiker sagt, ich habe ein Ziel und von diesem Ziel sollen möglichst viele profitieren. Dazu ist es manchmal nötig, etwas zu tun, was der Gesinnungsethiker mit Heuchelei, Doppelmoral etc. Denunziert. Ob das dann historisch am Ende so zu betrachten ist, das wird dann der Geschichtsprozess zeigen. Ich warne nur davor, in der Politik, wo es am Ende ja immer darum geht, eine umsetzbare, praktische Entscheidung, also Praxis im Sinne von Handlung, zu machen, nur auf die Moral sich beziehende Position zu begeben. Man ist am Ende zwar, man hat ein reines Gewissen, aber es besteht die große Gefahr, dass sich nichts ändert. Es gibt eine ganze Skala von diesen Denunzierungen.
ich glaube, es ist uns mit der Qualifikation nichts, es ist uns nicht geholfen. Also da würde ich jetzt fast schon die Boxhandschuhe anziehen, weil ich sehe das völlig anders. Weil Sie geben jetzt, Herrn Struck recht, der sagt, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Nein, Deutschland hat am Hindukusch keine Grenzen, Deutschland wird nicht am Hindukusch verteidigt, verdammt nochmal. Wirtschaftliche Interessen werden vielleicht am Hindukusch verteidigt. Es ist einfach so, wenn sich eine Partei aufs Völkerrecht bezieht, dann hat sie das Völkerrecht gefälligst zu respektieren. Wenn sie das Völkerrecht nicht respektiert, wenn sie der Meinung ist, ja, das Völkerrecht gilt nicht, weil wenn sie sagen, ja, der Pragmatismus geht jetzt vor, die Prämisse bleibt. Man kann sich einfach nicht aufs Völkerrecht beziehen, wenn man es selber immer da, wo einen die eigenen Interessen drücken, es einfach beiseite schiebt. Und genau da ist der Westen halt leider mal Weltmeister drin. Natürlich hat Putin das Völkerrecht mehrfach gebrochen mit dem Einmarsch auf die Krim, mit der Annektierung, mit Donbass und diesen ganzen Sachen, mit dem Krieg dann. Aber es sind auch viele völkerrechtswidrige Geschichten abgelaufen, die Putin überhaupt erst in diese Position der Defensive gebracht haben. Vielleicht können wir das ja auch mal quasi ein bisschen erläutern, was da dahinter steckt. Und ich denke, wenn man schon den moralischen Zeigefinger hebt mit dem Völkerrecht und anderen Geschichten, wofür ich bin sehr dafür, dass alle sich an das Völkerrecht halten und dass das, was vereinbart ist, vertraglich, Völkerrecht sind ja im Wesentlichen multinationale Verträge, dass das dann letztendlich auch gehalten wird. Und da sind wir halt bei unglaublich vielen Sachen, ob jetzt die Ukraine selber, die das Minsker Abkommen quasi verletzt hat, indem sie einen Angriff auf das Donbass dann vorgenommen hat, angeblich, ich weiß dann nicht so sicher, welche Version da stimmt. Das müssen wir sehr Oder ob die NATO, die Mitgliedschaft der NATO schon ein Verstoß des Völkerrechts ist. Da gibt es ja eine sehr starke Position, dass das so ist, weil die Ukraine, Russland, Amerika, Deutschland und einige Länder haben das Abkommen von Istanbul von 1999 unterzeichnet, wo ganz klar drin steht, dass man auf seinen Nachbarn Rücksicht zu nehmen hat in sicherheitspolitischen Entscheidungen. Wenn zum Beispiel also ein Land wie Finnland oder die Ukraine jetzt in die NATO rein möchte, dann muss es dabei die Sicherheitsinteressen, in dem Fall Russlands, muss es wahren. Das ist nicht passiert. Mhm. Im Gegenteil, seit 2010 wurde ganz aktiv, damals von Hillary Clinton, die Außenministerin der Vereinigten Staaten, hat ganz massiv schon damals versucht, die Ukraine in die NATO reinzuholen. Es war gegen diesen Vertrag von Istanbul. Also Entschuldigung, es ist gegen das Völkerrecht. Versuchen wir nochmal, das in aller Nüchternheit zu betrachten. Bis dato war weder Finnland noch Schweden, noch die Ukraine in der NATO. Mhm. Russland ist in der Weise, ja, man kann sagen, nicht provoziert worden, weil ja das historische Faktum war ja noch gar nicht da. Also, Russland ist provoziert worden durch die NATO-Osterweiterung. Ja, natürlich. Ganz gewaltig sogar, aus Sicht Russlands. Aus der Sicht Russlands, wenn wir davon ausgehen, dass Russland ein berechtigtes Interesse hat an einer Position, wie sie die Nachkriegsordnung hingestellt hat, dann würden wir ja einen Status quo aus dem Jahr 1945 bis ins Jahr 2022 zementieren. Und zumindest nach dem, was in den Verlautbarungen steht, scheint es ja so zu sein, dass die russische Politik sich eingekreist gefühlt hat, oder das als Argument genommen hat, einer Einkreisung, den von mir schon genannten Cordon Sanitaire erweitert hat und mit den allfälligen Bedrohungen der Westen würde die Sicherheit der Russlands gefährden, mit dem Politik gemacht hat. Und diese Position, das ist eine, die man aus der Sicht Russlands natürlich vertreten kann. Ich sehe bloß keinerlei Aggression, zumindest von den Europäern gegenüber der russischen Position. Niemand hat da jemals dran gedacht, also das russische Territorium in irgendeiner Weise
zu gefährden. Das glaube ich Ihnen sogar, aber man muss natürlich auch immer die Seite des anderen sehen und erkennen, und da haben wir uns eben geweigert. Im Prinzip ist Russland gewesen der Feind. Das war 70 Jahre lang so. Das haben die Amerikaner versucht, Russland klein zu machen. Sie versuchen es immer noch, ich komme gleich wieder drauf zurück, aber die Positionen, die Blöcke haben sich total verändert. Russland ist heute auf dem absteigenden Ast, wirtschaftlich gesehen, militärisch, wenn man sich die Militärausgaben Russlands anschaut, da sind wir bei 2001 laut SIPRI-Institut bei 65,9 Milliarden Dollar umgerechnet. Die USA haben weit mehr als das Zehnfache davon. Also da kann man nicht mehr von der Weltmacht, von der militärischen reden, abgesehen von den Arsenalen, über die wir schon gesprochen haben. Und der Kampf ist auch heute, den die Amerikaner sehen, den ideologischen Kampf, der ist heute ein anderer. Er ist heute freiheitliche, demokratische Grundordnung, so könnte man es vielleicht sagen, auf der einen Seite, verknüpft aber mit dem System des Neoliberalismus, muss man auch ganz klar dazu sagen, es ist so, das ist ein Jungteam, das ist inzwischen fix verankert. Und auf der anderen Seite Überwachungsstaat, wobei die NSA sich da auch nicht gerade zimperlich gibt, nebenbei gesagt. Und Überwachungsstaat beispielsweise auf der chinesischen Seite mit Staatskapitalismus. Und das sind zwei Länder, die da betroffen sind. Das eine ist China, das übrigens die zweithöchsten Militärausgaben hat, lang noch nicht so weit viele wie die USA, aber an Nummer zwei in der Welt stehen. Aber China ist definitiv heute die Wirtschaftsgroßmacht Nummer eins. Und China haben ganz offiziell und ganz klar gesagt, dass sie ihr System in der Welt verbreiten möchten. Der Neoliberalismus will das auch. Wir haben jetzt inzwischen also eine Konfrontation zwischen zwei unterschiedlichen Systemen. Das eine repräsentiert von den USA, das andere repräsentiert, wenn man so will, von den Chinesen, aber auch von Putin. Auch Putin hat mit seiner Oligarchen ein staatskapitalistisches System aufgebaut. Und wer denkt, dass Putin in irgendeiner Weise kommunistisch ist, der hat, glaube ich, die letzten 30 Jahre verschlafen. Putin ist ganz knallharter Kapitalist, Staatskapitalist, klar. Und für die USA gibt es tatsächlich nichts Gefährlicheres, als wenn diese beiden Blöcke, der russische und der chinesische, eine Allianz eingehen, weil das macht die beiden nämlich zu einem absolut gefährlichen Gegner. Dadurch, dass Russland diese Arsenale hat, das heißt, die USA haben ein massives Interesse daran, Russland klein zu machen, Russland möglichst den Großmachtstatus zu nehmen. Und sie arbeiten da seit Jahrzehnten darauf hin, das zu erreichen. Das ist keine Spekulation. Aber dass diese NATO-Osterweiterung nicht fortgesetzt wird, entgegen der Zusagen damals von Genscher und der Amerikaner, expliziten Zusagen, das muss respektiert werden. Ihre These lautet ja am Ende, es gibt einen Systemkonflikt, der lautet Staatskapitalismus mit Überwachungsstaat, mit einer massiven Aushöhlung aller bürgerlichen Rechte. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es einen Kapitalismus, den haben Sie aber jetzt nicht... Neoliberalismus ist Kapitalismus. Ja, gut, Neoliberalismus. Aus diesem Konflikt sagen Sie, das ist ganz gleichwertig. Die beiden Blöcke, die sind sozusagen gleichwertig zu betrachten. Sie sagen das mal so, jeder kämpft um die Vormachtstellung. Das ist so. Das sehen wir. Das sehen wir jetzt zum Beispiel an der Absicht Chinas, sich Taiwan einzuverleiben. Und die USA, die auch ganz deutlich Kriegsschiffe hingeschickt haben, um genau das zu verhindern. Und China beobachtet jetzt sehr genau, wie der Westen auf die Ukraine, auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine reagiert, um daraus auch eigene Strategien abzuleiten. Da kann man ziemlich davon ausgehen. Systeme sind doch in sich unterschiedlich. Ja. Ja, das sind sie. Und da würde ich jetzt genau den Riesenunterschied machen. Jede demokratische Bewegung in China und in Russland, die wird doch massiv unterdrückt. Wir haben doch eine ganz klare Entwicklung, dass hier auf der einen Seite alles dafür getan wird, dass keine Demokratie entsteht, dass das, was bürgerliche Gesellschaft darstellt, mit den zugegebenermaßen nicht allzu großen Fortschritten, aber ich betrachtet das jetzt mal über 200 Jahre, dann muss ich sagen, sind Riesenfortschritte. Ja. Aber das passiert aber bei uns auch. Bei uns wird massiv auch Demokratie abgebaut und das passiert jetzt. Schauen Sie sich beispielsweise den Demokratieindex an, des Economist, der jedes Jahr erscheint und wie es da um die Demokratie auch im Westen bestellt ist. Man braucht sich ja bloß anschauen, wie zum Beispiel der Umgang von der USA mit Leuten wie Assange sind. Nicht derjenige, der Kriegsverbrechen begeht, wird verfolgt und verurteilt, sondern derjenige, der sie aufdeckt, die Kriegsverbrechen. Was
was ist denn das für eine demokratische Grundhaltung? Sorry. Also ich meine, ich möchte immer noch natürlich viel lieber leben in den USA oder bei uns als in China. Gar keine Frage, brauchen wir nicht diskutieren. Aber wir dürfen jetzt uns nicht dazu versteigen, zu sagen, ja, wir sind die Guten und die sind die Bösen. Also so schwarz und weiß, das würde ich jetzt ungern sagen wollen. Aber das ist ja auch nicht der Punkt. Der Punkt ist der, dass wir diesen Konflikt der Systeme haben und natürlich versucht in einem Konflikt jede Partei die für sich bessere Position zu bekommen. Und dass Russland auf Boden zum Boden gezwungen werden sollte. Mir geht es darum, tatsächlich die Bürgerrechte des je einzelnen Bürgers auszubauen und Demokratie mit all den Vorteilen, die die Demokratie hat, die hat auch ein paar Nachteile, aber mit all den Vorteilen, die die Demokratie hat, zu exportieren. Aber exportieren heißt ja immer, letztendlich muss die Bevölkerung des jeweiligen Landes davon selbst überzeugt ganz sein, genau, dass es zu diesem Schritt kommt. Und sie müssen es auch selber veranlassen. Das dürfen nicht wir für die machen. Das geht nicht. Sie müssen es selber veranlassen. Wenn die Ukraine also beispielsweise... Also in einem Fall war es mal anders. Also 1945 war es mal anders. Kurz, da haben es die anderen veranlasst. Und ansonsten möchte ich noch sagen, es war mir eine große Freude und Ehre, mit Ihnen zu diskutieren, Herr Stangl. Hat mich auch sehr gefreut, Herr Seibert.